Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zu Wolfenstein. Ich suche im Moment die Proben vom Schimmel. Wo gibt's die? Krieg ich auch keinen. Mist. Ich geh mal ganz hoch. Hangareingang. Nach dem Stadtzentrum befindet sich in einer Seitenwand der Spree versteckt ein geheimer Zugang. Von dort führt ein Tunnel bis unter die Monumente der Wahrheit und den dort abgelegenen Hangar des Wiesenauer Kreises. Der Tunnel ist ein Überbleibsel aus eines alten Bauprojekts, das seit langem verlassen und vergessen ist. Nachts transportiert der Wiesenauer Kreis durch diesen Zugang Sperrgut und Fahrzeuge in sein Versteck. Müssen wir jetzt hier lang? Der Hangar unterhalb des Wiesenauer Hauptquartiers gehört zu einer ehemaligen Kläranlage, die vor ihrer Fertigstellung aufgegeben wurde. Jetzt benutzt der Wiesenauer Kreis ihn für das sichere Lagern von Fracht, Fahrzeug und Sperrgut. Okay. Und ich so jetzt Schimmel. Wo soll denn das sein? Ich verstehe das nicht. Kein einziges Kabel. Alles ist glatt und aufgeräumt. Wo ist das Innenleben? Das ist ein Schimmelfleck. Brauche eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen hier doch ein paar Werkzeuge haben. Ja, das sehe ich ganz genauso. Klaus Kreutz, Max Hass und Caroline Beggers. The Beggar. Ach mein Gott. Alles okay bei Ihnen da unten? Max Hass? Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch Ihren Weg zurück, oder? Alles klar, Klaus. Zurück an die Arbeit. Die erledigt sich im Allgemeinen nicht. Oh, was für Idioten, ey. Klaus Kreutz. Klaus Kreutz war ein Parteimitglied des Regimes und bis Kriegsanfang Offizier in der Armee. Doch als seine Familie von der Geheimpolizei ermordet wurde, entschied sich Klaus dazu, die Seiten zu wechseln und das Regime zu vernichten. Durch seine zahlreichen Untergrundkontakte traf er Caroline Becker, die ihn überzeugte, dem Wiesenau-Kreis beizutreten. Weil er so ein Vollhorst von Depp, das er dran gemacht hat und es so schwer war. Hallo? Mann, stinkt's hier, ey. Komm ich da nicht durch? Thank you.
Warum gebe ich meine Waffe immer ab, ey? Oh. Hallo. House of the Rising Sun. Nicht nur für verrückte Jugendliche, unser Künstlerriege umfasst gleichzeitig die größten Interpreteten des Volksmund. Beliebt bei Jung und Alt. Unser Kronjuwel sind Ernst Eckhart und seine lustigen Musikanten. Ob Polka und Walzer, ob bayerischer Volksmusik und Märsche. Sie vereinen das Schönste, das unsere Heimat zu bieten hat. Gemütlichkeit und Lebensart. Von den beliebten Klassikern bis hin zur zeitgenössischer Musik. Gespielt auf traditionelle Art, bietet Ernst Eckhart und seine lustigen Musikanten für jeden etwas. Tam tam tam, lalalala und schalalala. So, ich scheue euch gleich mal eine, wenn ihr nicht mich hier rauslässt. Idioten. Wie soll ich jetzt so... Ah, ach jo. Das Laserkraftwerk wurde mit einem Reflexionsmodul verbessert. Dadurch prallt der Strahl von nahezu jeder Oberfläche ab und verläuft in eine neue Richtung mit leicht verringerter Energie weiter. Ach, ist das interessant. Also das heißt... Passiert gar nichts. Überall gibt es dieses Geschütz, aber es gibt kein Wachpersonal. Hier haben wir nichts mehr. Da ist nichts. Fuck, aber ich weiß es jetzt besser. Ich habe auch gar nicht vorhin gesehen.
Das ist einfach nur so ein Durchgang. Da muss ich wahrscheinlich hoch, aber ich gehe erstmal die Räume abklappern. Andere Seite? Wie denn? Ich auf die andere Seite kommen, das weiß ich nicht. Gehe ich leider jetzt einfach mal hoch und ja. So. Okay, bin wieder da. Muss nur eine Probe aus dem schimmeligen Stück Beton. Ah, jetzt bin ich wieder da. Willkommen zurück, Captain Blazkowicz. Howdy, Cowboy. Hölle, machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekam eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Vielleicht sollte ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Ja. Hab ich jetzt die Probe? Hab ich jetzt die Probe? Aber Wahnsinn, wie groß das hier alles ist. Das Spielzeug hat dich gefunden. Was hab ich aufgehoben? Spielzeug. Anja! 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 Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Kaugummi? Ist gut?
Kirsche? Nee, aber danke. Super Beton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert, jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann. Vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung, Saubande! Schneller! Bitte! Bitte, gute Frau! Sie liegt im Sterben! Was? Lager Selo, ein annektiertes Kroatien. Ach, ich laufe selber, ich gucke mich einfach mal um. Scheiß mir, Laufband. Was hat die jetzt mit dem Baby gemacht, was wir da gesehen haben? Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Bitte Abschnitt 193 beachten. Der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür, Samsack. Hä? Was willst du? Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Ja, das habe ich auch gedacht. Die werden verbannt, sag ich mal, wie Schweine messen oder Kühe oder was auch immer. Das ist ziemlich erschreckend hier, du. Oh weh. Bleib wachsam. Sei leise. Ja, sei leise, ja. Echt. Nein! Schluss mit dem Simulieren, du Schlapper, aufgestanden! Schnell hoch, sonst schieße ich! Schon besser! Und nun zurück an die Arbeit! Wen haben wir denn hier? Hier ist Boris Becker, hier ist die Milo, hier ist die Katja. Und da ist die Bombarde. Und jetzt bin ich hier, oder was? Aber bevor wir den scheiß Knopf drücken, sage ich Dankeschön fürs Zusehen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao, Deli. Ciao.